Okay, los. Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder ein Live-Commentary mit einem Special Guest, einem Reapers oder wie auch heißt. Stell dich mal kurz vor oder so. Privetleuten, herzlich willkommen. Ich bin der Ruin Reapers und ja, wir spielen heute mal eine Runde Borderlands The Pre-Sequel. Und wir wollten halt in diesem Video einfach ein bisschen über Borderlands allgemein reden. Ja. Und ja, dann würde ich mal sagen, laufen wir hier rum, machen ein bisschen Mission und reden da einfach nebenbei ein bisschen was. Ja, also wieder, wie gesagt, Live-Commentary und ich verlinke ihn auch in der Videobeschreibung, also check die mal aus. Ja, ich mache halt eigentlich nur COD, ab und zu mal irgendwelche Let's Plays, wenn ich mal Lust habe, aber sonst mache ich eher COD. Ja. So, also wir spielen ja schon ziemlich lange Borderlands, ich auch schon auf 3 Plattformen, also PS3, PC und jetzt PS4. Und wir wollten jetzt einfach mal so rar sagen, warum wir das so feiern und meiner Meinung nach ist es auch mein Lieblingsspiel und ja, ich find's cool. Ja genau, also ich spiel das Spiel jetzt schon seit circa 2 Jahren, also schon seit damals Borderlands 1 auf der PlayStation 3 spiele ich das schon. Und bis heute spiele ich das gerne einfach mal ab und zu mal zum legendären Waffenfarmen und so weiter. Und es macht einfach wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also. Ja, genau. Bei mir ist es auch so, wenn ich die Story durch habe, ich kann die nicht nur einmal durchspielen. Ich muss wirklich durch einen wahren Kammerjäger-Modus, durch einen ultimativen, dann noch die Übermacht-Level und dann halt noch Legendaries farmen. Das macht halt so richtig Spaß. Ja, es macht halt einfach immer wieder Spaß, so wenn man jetzt bei Borderlands 2 die Übermacht-Level hat und dann Übermacht 8 ist, einfach nochmal diese ganzen Waffen alle nochmal auf Übermacht 8 zu erfahren. Und das macht einfach richtig Spaß, obwohl es manchmal echt nerven kann, wenn man die ganze Zeit farmt und nicht das bekommt, was man haben will. Aber naja, deswegen ist es halt umso besser, wenn man es dann nach ein paar Stunden endlich mal bekommt. Ne? Oh ja. Und was wir haben auch gerade eben ein bisschen hier über The Pre-Sequel geredet. Was mir auf jeden Fall sehr gefällt an The Pre-Sequel ist, dass man hier diesen Inspect-Modus hat. Also, dass man. Oh ja, genau. Dass man halt den Kumpel oder mit dem man halt da spielt, einfach inspecten kann und gucken kann, was er gerade ausgerüstet hat. Und sowas ist einfach. Ich finde einfach sowas immer cool. Das könnten die auch ruhig beim nächsten Borderlands einführen. Ja, und Borderlands, es hat ja auch sehr viele Charaktere und es gibt da sehr viele Spielweisen, ob man jetzt als Nahkämpfer mit Zero spielt oder als Gunsurker einfach alles totmähen mit den Waffen, also mit den doppelten Waffen halt. Und da gibt's halt, kann man ganz verschieden spielen, wie man halt will. Und ja, das ist halt auch sehr. Also man kann das Spiel auch sehr oft spielen, zum Beispiel mit allen Charakteren einfach mal durchspielen. Ich will jetzt einfach hier nochmal so eine Sache halt so einwerfen, was ich echt so manchmal ein bisschen blöd finde, immer bei halt seit mehreren Borderlands-Teilen. Also es ist einfach, das ist immer bei jedem Borderlands irgendein Charakter gibt, der halt im Endlevel gar nicht mal so stark ist. Also ich meine, man kann mit jedem das Game auf jeden Fall durchspielen, aber ich finde es halt echt blöd, dass es jetzt in Borderlands 2 zum Beispiel den Ganserker gibt, der einfach das Game komplett zerstört. Also der einfach komplett jeden Endboss, jeden Raid-Boss einfach solo machen kann. Und manche andere brauchen halt, ja, wir schaffen das sogar meistens gar nicht, und wenn sie es schaffen, dann nur mit perfekten EQ und mit perfekten Glitches und so weiter, ja, sowas halt. Ja, der Gunsorger hat auch viele Glitches und auch durch den Pimpernel Glitch, da macht man wirklich jeden Endboss mit 2-3 Schüssen taut down, und ja, das geht da echt ziemlich zackig. Wenn man jetzt so eine Sirene anguckt,
die ist jetzt sehr schwach auf der Brust und der, die kommt dann nicht hinterher und stoppt dann schon öfters. Ja, genau. Und was ich auch ein bisschen blöd finde jetzt zum Beispiel in The Borderlands, also The Pre-Sequel, ist das ganze System mit der Grinding-Maschine. Also ja. ich mag das überhaupt nicht. Ich mag es einfach, Gegner zu haben, spezielle Gegner, die man einfach die man farmen kann, damit man einfach normale legendäre Waffen bekommen kann. Und ich will nicht einfach mich dahinstellen und in so eine komische Maschine die ganze Zeit Waffen reinwerfen, damit man irgendwann mit sehr viel Glück endlich die Waffe bekommt, die man haben will. Also dieses System finde ich echt nicht so gut und würde ich echt im nächsten Borderlands ja nicht haben wollen. So. Ja, allgemein, das Problem ist ja auch in The Pre-Sequel, es gibt nicht so viele farmbare Gegner. Zum Beispiel in Borderlands 2, da hast du halt jedes Item kannst du gedroppt bekommen von irgendeinem Gegner. Und hier ist es halt nicht so. Die meisten Items kann man halt nur vom Grinder kriegen. Weil zum Beispiel gibt ja diesen einen Gegner, der kann diese so eine legendäre SMG droppen und den kann man nur einmal besiegen. Wenn man dann speichert, dann kann man ihn nicht mehr besiegen. Zum Beispiel wäre das jetzt Borderlands 2, könnte man den für immer farmen, aber nein, nach einmal killen ist der natürlich weg. Das ist richtig komisch und das finde ich auch überhaupt nicht cool. Ja, also die haben das mit dem Pre-Sequel echt ein bisschen komisch gemacht, das Ganze. Aber ich glaube, in Borderlands 3 werden die das alles wieder ein bisschen in Richtung Borderlands 2 machen. Und es wird dann nicht mehr so sein wie jetzt in dem Pre-Sequel. Und ja, es wurde ja auch schon sowas Neues angekündigt, dass das voll die gute Grafik hat und voll gute Schatten und die Ränder so. Ja, ich meine, so der ein oder andere Schatten ist schon ganz schön wichtig in Spielen. Ja. Also den darf man nicht vergessen, natürlich. Und naja, also ich habe auch schon das eine oder andere von Borderlands 3 gehört und ich weiß einfach, ich will es einfach spielen. Ich will es schon seit Jahren spielen. Oh ja. Und man wartet einfach so lange auf so ein Spiel und dann dauert es halt immer so lange, bis das rauskommt und oh Mann. Ja, die haben ja auch in letzter Zeit, also in den letzten Jahren halt sich nur um Battleborn gekümmert und das kam ja auch nicht so gut an und deswegen hoffe ich, dass die halt auch mehr Motivation mit Borderlands 3 bekommen, dass sie dann danach noch mehr Borderlands machen und sich auf Borderlands spezialisieren und nicht auf Battleborn oder sowas. Ja, ja, genau. Wo ich irgendwie kein Fan von bin. Ja, Battleborn ist echt, ich find's auch echt nicht gut, also das Spiel, ich hab's mal angezockt gehabt, aber das verkacken ist echt überhaupt nicht das Spiel. Ich weiß nicht, was sie sich dann mit diesem Spiel gedacht haben. Boah. Aber, naja, manchen gefällt's ja, mir gefällt's nicht. Ja, es ist auch überhaupt nicht so wie Borderlands oder so, klar, es muss nicht wie Borderlands sein, aber es hat auch einen großen Gegner und zwar Overwatch und da greifen halt die meisten zu Overwatch, weil es hat auch viel mehr Spieler. Viele Spiele, also es hat sehr wenig Spiele, was laber ich? Also Overwatch hat sehr viele Spieler und halt Battleborn nicht und das ist auch schwer irgendwie ein Spiel zu finden. Ja, also ich kenne mich halt da echt nicht so gut aus mit diesen ganzen Spielen. Nee, ich auch nicht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass Overwatch auf jeden Fall besser ist als Battleborn. Ja. Also und ich hab beide Spiele wirklich echt nicht lange gespielt. Gab mal ein paar Spielstunden habe ich in beiden Spielen und ich kann jetzt schon sagen, dass Overwatch sehr viel mehr Spaß macht. Aber trotzdem ist es halt nicht so ein Spiel, was ich durchgehend spielen würde. Nee, es ist halt auch bei Borderlands, das kannst du wirklich immer spielen, wenn du mal nichts zu tun hast, kein neues Spiel ist gerade rausgekommen oder hast kein Geld oder so, dann fängst du einfach einen neuen Charakter an und hast halt ein Ziel bis 72 und dann noch über Macht 8 und wenn du dann halt noch Freunde hast, dann macht's halt noch viel mehr Spaß. Ja, das stimmt. Ja, geh ich jetzt überhaupt richtig? Ich weiß nicht, ob ich richtig gehe. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir gerade hin müssen. Eigentlich dachte ich, ja, ich glaube, da müssen wir, ja, das sieht aus, als wäre da was offen.
Das müsste jetzt der Typ sein, ja, mit dem Tatter. Ich glaube, die andere Richtung, oder? Also wir müssen hinten rum. Guck mal, hier kommt Oh scheiße, warte mal. Wo geht denn hier der Weg lang? Hä? Ja, wir müssen da durch. Ach, Schnee. Schnee, habe ich gerade Schnee gesagt? Ja, Schnee ist schon vorbei, ne? Schnee ja. Gibt's jetzt gerade nicht. Nee, also Borderlands spiele ich halt meistens, wenn mich COD einfach ein bisschen nervt, sagen wir mal so, und ich einfach da ich einfach gar keine Lust mehr drauf habe, dann spiele ich einfach ja. Ein paar Runden Borderlands und dann hat man wieder einfach, also macht einfach Spaß, es ist halt ja. Immer ein bisschen Abwechslung, wenn man zum Beispiel hier Markus Söldner Shop macht, das mache ich auch sehr gerne, wenn man dann diese zwei riesen Kisten da bekommt. Oh ja, oh ja. Oder wenn ihr darauf keinen Bock mehr habt, dann tötet ihr einfach mal einen Raid-Boss oder halt einfach irgendwelche anderen Bosse. Das macht dann echt viel Spaß, meiner Meinung nach. Ja, wir haben jetzt noch so circa 2 Minuten, dann nehmen wir die nächste Folge auf. Also wie gesagt, wir nehmen das wieder, was weiß ich, 3-4 Folgen am Stück auf und dann versuche ich irgendwie jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Folge hochzuladen. Ja. Ja, genau. Und ja, wie gesagt, wenn ihr halt bei mir vorbeischauen würdet, wäre es auf jeden Fall, würde mich sehr freuen, wenn ja. Ich da ein paar von euch, also von Herzis Abonnenten sehen würde. Würde mich echt freuen. Und lass auf jeden Fall den guten Herz ja auch mal ein Abo und ein Like da. Er würde sich auch freuen. Danke, ja, na klar. Und die Tage könnte auch ein Video mit uns beiden auf meinem Kanal kommen, dann werde ich ihn auf jeden Fall auch verlinken. Jo. Und ja. Und dann würde ich sagen, wie lange haben wir noch? Na, wir haben noch 2 Minuten eigentlich. Ah ja, gut. Er schreibt, genau, schreibt auf jeden Fall noch rein, über was wir noch reden könnten. Ja. Und wenn ihr halt irgendwelche Themen habt, irgendwelche, keine Ahnung, was auch immer, Gott und die Welt, einfach Bescheid. Wir reden darüber. Wir machen ja, es wäre halt sonst langweilig, wenn wir einfach irgendwelchen Mist erzählen, einfach nicht wissen, worüber wir reden sollen. Und wo sollen wir dann jetzt schon wieder lang, ey? Ja, ja. Wir werden jetzt wahrscheinlich öfters mal ein Video gerade voll einfach mal so hinsetzen und einfach